Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Samstagabend zu System Shock 2. Ja, in dieser Folge werden wir uns hier ein bisschen auf der, oh Gott, auf der zweiten Sanitätsstation oder sowas umschauen. Und ich habe jetzt nochmal den letzten Abschnitt nochmal neu gespielt, da ich mit meinen Fähigkeiten nicht so zufrieden war, die ich ausgewählt habe. Ich habe jetzt mal Hacken ausgewählt und Brandwurf. Brandwurf hatte ich ja schon mal. Aber beim letzten Mal hatte ich ja Forschung genommen und ich dachte mir, Forschen ist irgendwie ein bisschen, naja, brauchen wir vielleicht später mal. Das hier benötigt jetzt Hackfähigkeit 2, aber das hier, also diese Tür, benötigt nur Hackfähigkeit 1. Deswegen bietet sich das auch regelrecht an, hier Hackfähigkeit auszuwählen. Oder bei den Terminals, wo wir letztes Mal waren. Und ich habe jetzt auch, wo sehe ich das? Moment, hier, ja. Bei dem Upgrades habe ich jetzt pharmafreundlich genommen. 20% mehr Nutzen durch Serum oder durch Seren allgemein. Ich habe auch mir so einen Guide durchgelesen, wo beschrieben wird, oder in mehreren Foren, wo die so rumdiskutieren, ja, ich habe die Upgrades genommen in dem Spiel und die und die. Und der Typ, der auch so Psy genommen hat, der meinte so, ja, Seren sind voll geil und dann machst du noch, dass du heftiger zuschlagen kannst und diesen Smasher, diesen Schlag von oben, den ich letztes Mal hatte. Und ich glaube, die beiden nehme ich dann auch noch dazu, wenn wir die nächsten Upgrade-Stationen entdecken. Aber jetzt erstmal wollen wir ein bisschen hacken. Hacken, nein, Entschuldigung. Hacken, oh ja. Ich habe meine Spitzhacke auch mitgebracht. Dann hacken wir mal hier rum. Man muss irgendwie in einer Reihe so solche finden. Das kann jetzt schon nicht mehr werden. Nee, können wir nochmal neu probieren. Also wir müssen 3 in einer Reihe hinbekommen. Das ist wie beim Minesweeper, einfach probieren. Na komm schon! Will nicht. Wenn ich jetzt hier auf diese... Moment. Ich kapiere es auch nicht ganz, aber... Wir werden einfach so lange rumprobieren, bis es funktioniert. Zack, zack, zack. Jawohl, funktioniert doch. Alles klar. System gehackt. Gehackt, oh Mann. Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Scheiße. Ah, oh, wollt mich auch verarschen, oder? Wieso ist das so ein beknackte Scheißteil? Oh. Haha, siehst mir nicht. Es dreht sich um die eigene Achse. Haha. Ja. Zap. So jedet. Noch eine Flasche Sekt. Zur Belohnung Medikit und eine leichte Kampfpanzerung. Noch eine. Ist die besser oder die ist gleich? Oh, das ist halt dieselbe. Wenn die sich abnutzen würden, wäre das vielleicht von Vorteil, aber ich habe keine Ahnung, ob sich die Rüstung abnutzen. Aber das werden wir erst später erfahren. Oder gar nicht. Keine Ahnung. So, erstmal noch fest speichern hier. Ich bin ja so ein Speicherfreak. Die Folge kommt übrigens ein bisschen später, weil ich mal wieder mittags keinen Bock habe, irgendwas zu machen, weil ich erstmal total am wach werden war. Und dann musste ich ganz plötzlich, als ich aufnehmen wollte, kam meine Schwester an, oh, kannst du mich zu meinem Freund fahren? Musste ich da, sie meinte so, ja, Viertelstunde dauert das da hin und hin. Und dann natürlich auch zurück, aber als ich draußen geguckt habe, dachte ich mir schon, das kann nicht stimmen. Bei dem Wetter. Einfach überall Schnee. Überall. Oh, High Explosives steht da. Überall. Und als ich das dann da hingekommen bin, unter Schlittern und so weiter, ESP ist ausgefallen, weiß ich nicht wieso. Ja, habe ich mich da festgefahren. Bei denen vor der Tür. Das ist so ein dreckiges Kaff. Also ich wohne ja hier schon im Sauerland auf im... Ja, nicht im Kaff, aber schon nicht in der Großstadt. Und das war so ein kleiner Pissort, ey. Ich glaube, es hackt. Und dann habe ich mich da festgefahren. Bin rückwärts, also wollte drehen, wo sie meinte, ja, Mama dreht da auch immer. Und dann wollte ich da gerade drehen. Bin dann rückwärts in den Schneehaufen gefahren. Gerutscht eher, aber... ja, ich bin dann erstmal hin und her wieso komme ich hier nicht hoch? Lecco mio. Oh, noch Chips. Die sind wahrscheinlich total nass. Bin ich dann rückwärts da reingerutscht. Und ja, jetzt habe ich es geschafft. So, mach keinen Scheiß. Nein, ah. Ja, die Engine ist mir total beknackt. Nein. Ah. Es gibt Spiele, wo ich einfach zielgenau gehen kann. Aber dieses Spiel gehört nicht dazu. Jawohl. Oh, was ist da denn? Hey, eine Rifle. Nein, eine Schrotflinte. Cool. Und Cybermodule. 5. Wir könnten theoretisch jetzt zurückgehen und mal gucken, was wir machen. Aber mit einer Schrotflinte können wir eh nichts anfangen. Hier hat auch nichts drin. Ändern. Modifizierungsfähigkeit 1 benötigt. Wir sind ja eh nicht der Waffentyp.
Also darf uns das mal schnurzegal sein. Ich behalte die vorerst erstmal im Inventar. Mal gucken, ob wir die noch irgendwie mal im Kopf werfen können. What's Dr. James? Ach, müssen wir nicht zu Dr. James hin? Da rein? Ich glaube schon. Und, ach ja, genau. Dann bin ich mehrmals hin und her gefahren. So, Reifen haben gequalmt, weil bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich es irgendwie geschafft. Weil ich so schlau bin. Keine Ahnung. Holz ist nicht hier. Also ist er wohl in seinem Büro im Forschungsbereich. Vielleicht hat er ja irgendwo noch eine Forschungszugangskarte. Sehen Sie sich einmal um. Zack. Und auch so ein Spielgerät gefunden. Und hier so ein Computer. Da können wir nichts dran machen, oder? Ah, ich bin so sauer. Sehr gut. Ich sende Ihnen weitere Module. Was? Ja, noch mehr Module. Cool, wir haben jetzt schon wieder 10 Cybermodule. Auf dem Rückweg können wir dann, ja, von mir aus wieder mal schauen, was wir damit machen können. Aber ich habe jetzt Angst, dass wieder hier irgendwelche Säcke spawnen. Ich mache jetzt erstmal hier. Die Kamera habe ich kaputt gemacht, ja. Keiner da, okay. Wow, nein. Oh, was hab ich das hier vergessen? Oh. Ja, ich habe, wie gesagt, nochmal hier neu gemacht. Sammeln wir die mal eben ganz schnell ein. Das habt ihr nicht gesehen. Cola-Dose. Waren die Cola-Dosen nicht zum Aufsammeln? Dann nicht. Huh. So, wo müssen wir jetzt lang? Müssen wir jetzt... Kann ich jetzt da rein? Ich weiß nämlich nicht, wo das hingeht. Science Bulkhead. Science ist ja klar, Wissenschaften, aber... Oder ist Wissenschaft, aber Bulkhead? Keine Ahnung. Ja, wir schauen uns erstmal hier um. Was kann ich denn noch machen? Soll ich unsere Statistiken aufwerten? Nee, das kostet mir viel zu viel. Psi-Fähigkeiten. Was gibt's denn noch für geile Psi-Fähigkeiten, die ich nehmen kann? Boah, Psi-Verstärkung? Nee. Psychogene Stärke. Kostet es 5 Cybermodule. Das wäre auch schon ein bisschen viel. Ich würde vielleicht unsere Hackfähigkeit, unsere Hackfähigkeit. Oh, es tut mir ja leid. Nochmal erhöhen. Wir haben da. Die kostet ja jetzt nur noch. Wo? Wo? Ich höre da einen. Ich höre einen. Ich habe den ganz genau gehört. Verarschen kann ich mich selber. Ich höre es, wenn einer nackt mit nackten Füßen durchs Haus läuft. Das Geräusch kenne ich nur zu gut, wenn man sich nachts runterschleicht, um dann was zu essen zu suchen. Aber dann ein Geschwisterchen. Alten, komm raus, du dreckiges Stück. Oh, jetzt kriege ich wieder... Bin ich wieder total paranoid. Und mal ein Geschwisterchen auf dem... In unserem neuen Fleische geboren. Ich kacke hier echt ab. Das mag ich ja überhaupt nicht. Jetzt kommt wieder das Wir sind euch schnell die Hackfähigkeit kaufen. Hackfähigkeit 2. Damit könnten wir auch eigentlich die Truhe... Oh, jetzt steigt der Preis wieder. Das ist ja mal komisch. Könnten wir uns den... Oder nein? Ich kann auch einfach Nein klicken. Wir könnten jetzt auch mal unsere Forschungsfähigkeit erhöhen. Einfach. Oh Mann, ich krieg ja noch grau. Eine richtige Gänsehaut. Ich finde keine Worte dafür, was ich hier empfinde. Wo das überhaupt herkommt und wo wir überhaupt hin müssen. Ich glaube, ich spinne. So müssen wir jetzt eigentlich. Ah, nee. Nee, ich kapier's nicht. Was ist mit mir geschehen? Was ist denn, wenn ich jetzt hier in der Karte verstecke? Ich hab, kann ja hier irgendwie irgendwas hier machen. Wenn ich hier irgendwo draufklicke, kann ich ja machen. BF. Speichern. Nein, hier steht das da. Heftig. Ich habe Angst, dass das passiert, wenn einer hier hochkommt. Weil der ist doch. Der ist doch grau, genau hier unten. Aber ich, als ich da hingeguckt habe, da, oh, war da gar keiner. Jetzt ist die Frage, soll ich hacken oder forschen machen? Ich glaube, ich mache erstmal forschen, dann können wir uns beim nächsten Mal hacken und forschen aufwerten. Ja, das ist klar. Geil. Dann werde ich jetzt wie in der letzten Folge mal hier... Wow, das geht ja viel schneller. Woran liegt das denn, hä? Ach, das ist hier dieses eine Organ von den Teilen. Das ist ja irgendwas, das ist ja das Gehirn von den Affen. Ihr hört es doch auch. Nackte Füße auf den Fliesen. Und wir sind. Ich dachte gerade, er hat mich an irgendeinen Song erinnert. Nein, allein hat mich das erinnert. Nachher singt er das auch noch. Aber der ist ja nicht allein, der ist ja in seinem Kollektiv drin. Ne? So, ich schätze mal, wir müssen da hinten hin, wenn das sein Büro ist. Was höre ich denn hier? Forschung abgeschlossen.
Forschung abgeschlossen? Ja. Auf die Taste Berichte. Auf die Taste Berichte? Willst du mich verarschen? Wo ist denn hier die Taste Berichte? Auf B wahrscheinlich, oder? Nee. Ah. Jetzt kacke ich aber ab, wenn mir einer sagt, klicke auf die Berichte. Forschung. Ach so, hier. Bericht. Da, da. Ja, anscheinend wurde hier nichts richtig erforscht. Ah da, Zusammenfassung. Sie haben gelernt, wie man die Hybriden am effektivsten bekämpft. Alle Schäden, die sie Hybriden zufügen, werden um 25% gesteigert. Analyse. Die DNA-Struktur zeigt, dass dieser Organismus eine hybride Form aus dem menschlichen Wirtskörper und einem Parasiten darstellt. Ach, deswegen waren da oben diese Würmer. Boah. Das könnte damit zusammenhängen. Obwohl der Parasit, der einen Meter langen Wurm ähnelt, so verwest ist, dass er nicht mehr analysiert werden kann, sind die Auswirkungen dieses Prozesses offensichtlich. Durch Geschwüre am Rückgrat und dem Hirnstamm werden die Hirnfunktionen beeinträchtigt. Obwohl das... Ich höre nichts, okay. Ich dachte, ich hätte wieder Schritte gehört. Obwohl das Gehirn nicht zu funktionieren scheint, ist es... jetzt habe ich mich verwurstelt. Obwohl das Gehirn nicht zu funktionieren scheint, ist dieses Wesen offensichtlich intelligent. Zudem scheint es zu einer direkten Stimulation des vegetativen Nervensystems unter Drüsen zu kommen. Dieser Organismus erzeugt hohe Menge an Adrenalin und Endorphin und erweist sich als sehr stark und aggressiv. Der Schaden, der dem Wirtskörper zugefügt wird, ist irreparabel und der Organismus zeigt keinerlei Sinn für Moral oder irgendein Zögern. Empfehlung: Der Organismus ist durch die gleichen Faktoren verletzbar wie ein Mensch. Ist ja klar. Allerdings sollten die physiologischen Änderungen auf chemische Prozesse auf chemische Prozesse hin, die wir noch nicht verstehen. Achso. Weitere Analyse ähnlicher Organismen kann uns hier vielleicht weiterhelfen. Alles klar, wir können ja das Affenhirn schon mal. Ach, das geht langsam, ja. Machen und dann würde ich sagen. Kann ich hier nicht rein? Code für Waffenlager? Das ist ein Waffenlager? Heftig, wieso habe ich dafür den Code nicht? Ah, hier ist noch ein Audiolog. Habe ich das gar nicht benutzt? Überwachungssystem aktiv. Verdammt, diese Bronson und ihre blöden Methoden. Sie hat schon wieder den Code für das Waffenlager im Medizinbereich 2 geändert. Jetzt muss ich zurück auf Deck 4 und den Code herausfinden. Die sollte jemand mal fertig machen. Okay, steht da. Deck 4, wo ist denn Deck 4? Sind wir nicht auf Deck 4? Ich blick da überhaupt nicht mehr durch. Jungs und Mädels. Ich glaube... Können wir das eigentlich hacken? Hey, das können wir wirklich hacken. Hacken kann Überwachung deaktivieren. Cool. Ich glaube, das probiere ich einfach mal aus Spaß. Hey, cool. Überwachungssystem deaktiviert. Cool. Wir haben zwar alle Kameras hier schon... Was ist mit mir geschehen? Ich glaube, das kommt von da hinten. Ich glaube, wir gehen erstmal hier rein. Ich weiß nicht, wohin das führt, aber scheißegal. Auch wenn ich jetzt sterben werde. Es war schön, dass ihr mir zugeguckt habt. Hey, hier waren wir doch schon mal. Was ist das, du Dreckiger? Alter! Aua! Jetzt flippe ich aber aus. Schnell nochmal hier ein paar Chips fressen. Meine Fresse, was macht der denn da? Steht da rum und ich krieg's nicht auf die Reihe, den abzuballern. Kacke, ich bring nochmal hier so eine Psy-Spritze. Speichern. Aber jetzt machen wir Brandwurf. Verbrenne, Junge! Alter! Dreckstück! Ich glaube, das kriegen wir nochmal besser hin, oder? Komm. Ich werde das jetzt hier so aktivieren. Das müsste ja auch so aktiv sein. Einfach auf ihn zurennen. Bam! Du Dreckstück! Leg dich bloß nicht mit mir an! Ah, kann ich die Leiche nicht noch prügeln? Schade. So, hier war ein bisschen Kacke. Jetzt brennt hier natürlich alles um mich herum. Und ich kann aber wieder zurück. Nein, wo? Da ist ja noch einer! Boah! Ich glaube, ich spinne. Aber ich mich erschreckt. Und ich wollte eigentlich Kryokinese machen, aber ich habe ja wieder Brandwurf drauf. Das ist mal total kacke. Wie kann ich die nochmal wechseln? Ach so. So, und der hat hier wieder... Was? Hör mal auf mit dem... So, jetzt müssen wir mal lauschen. Ist hier noch wer? Ich höre irgendwas. Oh Gott.
Ach, hier unten ist das Geschütz, ja. Da waren wir schon mal. Da kamen wir auch nicht weiter, ja, sieht man ja hier. Und wo müssen wir hin? Wir müssen, keine Ahnung. Empfangsbereich Medizin, Kryo-Erholungsraum, Forschungsbereich, Sezierung. Hier muss er sein. Ach so, wo wir vorher nicht weitergekommen sind. Ich glaube... Oh, ich dachte, da wäre wieder einer. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Oh. Da ist einer. Scheiße. Junge. Heftige Scheißteil. Das lasse ich aber nicht auf mich sitzen. Was ist das, du Dreckstück? Jetzt haben wir 16 Lebenspunkte. Wo, wo, wo? Nein! Wo? Ah, oh, die Musik hat mich gerade... Boah. Wieso setzt gerade jetzt die Musik ein? Hier ist doch gar keine, oder? Ich bin ja gerade echt mal... Oh, am Ausflippen hier. Ich glaube, wir müssen jetzt... Ne, ich bin total aufgeschmissen. Jetzt wo ich hier gerade eine Adrenalin verspüre, weiß ich überhaupt nicht mehr, wo wir hin müssen. Ich meine, jetzt Kamikaze. Lass mich durch! Kamikaze! Ah! Komm her, du! Lauf! Alter, komm her, du! Bam! Meine Fresse! Jetzt bin ich aber wütend. Gib mir nicht so auf den Sack. Ich muss hier meine Mission erfüllen. Könnt ihr jetzt sonst auch nichts dran ausrichten oder daran ändern? Wartet mal. Alter! Was ist das hier? Aha! Boah! Ich glaube, ich spinne. Hacken kann ich ja auch nicht. Boah! Entschuldigung, dass ich hier gerade auch richtig ausraste, aber... Anomalie 5. Klasse? Oh, die Anomalie geht schon in die 5. Klasse. Ich glaube, er meint mich, aber ich gehe nicht in die 5. Klasse. Was willst du, Junge? Ich glaube, was auf dem Maul. Ich presse mir erstmal hier... Nee, ich gebe mir so eine Spritze. Die ist ja jetzt ein bisschen effektiver. Jo, die macht schon ein bisschen mehr, glaube ich. Geil. Ich nehme gleich noch eine. Dürfte ja unser Leben sich vollkommen regenerieren. Hier doch flippe ich gerade total aus. Ja, wir müssen da lang. Ciao. Oh, ist gar keiner. Kommt zu uns. Kommt zu uns. Nein, aua. Alter. Heftig. Boah, du Dreckstück. Ich hab jetzt nicht... Wo? Oh. Oh, nein. Ah. Ich. Sitzt da hinten. Schon wieder einer gespawnt. Genau wie beim letzten Mal. Boah. Das ist ja mal übel. Richtig übel. Habt ihr das gesehen? Er ist einfach gespawnt und ich hab. Oh, ich dachte schon, der wäre unten oder so. Oder hinter mir oder wo auch immer. So, wir brauchen noch was für unsere Forschung, deswegen. So, was brauchen wir nochmal? FN, glaube ich, oder? Ich gehe nochmal hier auf das hier. FM, doch. Pause. Nein, ich will das hier mal machen, los. Und FM. Ja. Alles klar. Das wird weitergemacht, das ist gut. Jo, und jetzt erstmal verschnaufen. Nein, jetzt muss ich erstmal herausfinden, wo wir her mussten. Wenn ich den Gang wieder sehe, dann weiß ich es wieder, aber sonst... Ja, hier lang. Glaube ich. Ja. Soll ich dich zum Schweigen bringen, Junge? Kann ich machen. Auch mir doch egal. Wir haben doch hier nur eine Zielspritze. Jawohl. Fast voll wieder. Super. So, Dreckstück. Habt ihr davon? Vielleicht wieder auch nur so ein komisches Organ. Ja, da hinten geht's. Könnte es weitergehen. Oh, oh. Oh, wo? Ich glaube, ich mache jetzt mal hier wieder Brand an. Und gehe jetzt auf Nahkampf. Mach die verdammte Scheißtür auf. Ich brenne! Wieder keine da? Ach
Ach so, ich mache hier die Teile kaputt. Oh. Ich dachte gerade schon, was geht denn hier ab? Okay, und dieses komische Geräusch kommt immer dann, wenn ich aufhöre. Wenn ich aufhöre zu brennen, ja doch. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Kass mich mal. Ich würde sagen. Oh, die Musik ist voll heftig, aber gleichzeitig auch total. Hervorragend. Ich sende Ihnen einige Cybermodule. Überlegen Sie gut, wozu Sie sie verwenden. Ja. Bleib mal geschmeidig. So. Wir nehmen nochmal hier so einen Kryokinese-Scheißteil. Ja. Du genau gesehen, dass das so ein Teil ist. Schnieke. So, damit wir auch hier später wieder rauskommen oder immer hin und her können. So, wo müssen wir jetzt hin? Da. Da ist das hier. Nein. Da muss ich hin. Zack, alles klar. Da wissen wir jetzt, wo wir jetzt hin müssen. Ach man, manchmal schreibe ich auch Scheiße. So, wir können uns glaube ich nochmal hier links umgucken. Wow. Kann das überhaupt hier durchschießen? Ach, das ist das hier. Ach, da, ja, klar. Und da geht es anscheinend runter oder auch nicht. Forschung abgeschlossen. Und hier wurde. Hier ist einer geplatzt einfach. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Ha. Sehr komisch. Weil ich höre hier noch irgendwen. Das kann nicht sein. Wenn, dann müsste hier einer sein, oder? Dr. Watts lebt und ist in seinem Büro. Er müsste den Code für den Wartungsschacht kennen. Schnell. Er ist schwer verwundet. Lassen Sie ihn nicht sterben, bevor er Ihnen die Nummer mitgeteilt hat. Heftig. Was haben wir denn hier noch? So Tempospritze? Geil, eine Tempospritze. Speed. Junge. Dann würde ich mal sagen, wo ist der Typ denn? Oder wo ist das Büro? Muni. Oh. Was ist hier drin? Ich mache jetzt mal nicht auf Tempo, sondern. Ey! Ist das hier schon sein Büro? Ich weiß es nicht. Ich will aber am liebsten mal hier das hier wegschmeißen. Und die hier aufnehmen. Die hat ja 6 Schuss. Wenn ich die aufnehmen könnte, das wäre heftig, aber naja, wir wollen jetzt hier nicht so. Ach nein, was mache ich denn? Falsche Taste. Nicht so derbe rumballern. Und wo ging das hin? Ich muss jetzt mal alle Türen überprüfen, bevor ich hier. Ich glaube, jetzt hänge ich hier fest. Ich hänge fest. Ah. Das ist er nicht. Einweg-Wartungswerkzeug. Auch wieder eine Ladestation. Wir könnten mal hier unser Implantat dran machen. Fällt mir gerade mal auf. Vielleicht wird das ja auch mit aufgeladen. Hey, das wird wirklich mit aufgeladen. Cool. Schachtel Schrotflintenpatronen. Kann ich die noch hier reintun? Normale Gewehrmunition. Was ist das hier? Splitter. Achso, Splitterpatronen. Hier ist noch ein Audiolog. Das nehmen wir uns mal nochmal mit. Zack. Und dann hören wir uns das mal an. Wow. Jetzt mal hier. Puh. Durchatmen. Anatoli, ich spiele bei diesen Intrigen nur zu einem gewissen Punkt mit. Dann reicht's mir. Reden wir mal Klartext. Wir können uns gegenseitig nicht ausstellen. Wir haben bei dieser Mission jeweils unsere eigenen Ziele. Also, hier ist eine Warnung. Ich lasse mich nicht ausmanövrieren, betrügen, manipulieren oder bestechen. Gehen Sie ehrlich mit mir um und sparen Sie sich Ihre Tricks für die nächste Aufsichtsratssitzung. Nur weil mein Vater ein Gauner war, bin ich noch lange keiner. Ich weiß nicht, was das da jetzt für ein Audiolog, aber ist fuck egal. Irgendeiner, der sich nicht korrumpieren lässt. Du fliehst. Nicht ehrlich, Junge. Du bist ja echt schlau. Boah, ich sehe, wie du stirbst. Ich hoffe mal, das war nicht der Doktor-Typ da. Wo liegt der denn jetzt hier rum, hä? Kapiere ich nicht ganz. Ich traue mich gar nicht, hier runter zu springen. Ich gehe mal hier runter. Zack. Hallo? Ist hier irgendwer? Lebt hier überhaupt noch wer? Da! Nicht die Leiche. Ah, eine Leiche! Ein Zombie! Sie sind nicht tot. Sie wollen dich, verstehst du? Sie wollen dich als Wirtskörper. Wow. Hau ab!
Ja, wie ist der Code, Junge? Oh nein. Nein. Wo seid ihr? Ich mach euch fertig. Heftig. Beeil dich. Wie du fliehst. Ich dachte, ihr wollt runterkommen oder sowas, hä? Hallo? Kommen die nicht? Okay, dann nehmen dich. Verbrennt ihr dagegen. Und frisst den hier. Zack. Ah. Oh, ich wusste sofort, als er das sagt, sie wollen dich als Wirtskörper. Dachte mir, die kommen sofort hier hoch, aber dass ich so viel Verleben verliere, ist natürlich scheiße. Mega kacke. Komm, wir können uns ein bisschen Schnaps hier, kein Problem. Jo, hat er denn noch was dabei? Frage ich mich gerade. Oh, zwei Audio-Logs, vielleicht ist da der Code drin. Chirurgische Einheit benutzen. Wieso nicht? 5 Naniten zur Heilung verwendet. Hey, das kostet nur 5 Naniten? Cool. Das ist natürlich geil. Oh Mann, ey. Das hat mich jetzt total fertig gemacht. Und hier kam... Ach so. Hier konnten wir nicht durch. Genau, das weiß ich auch noch. Und ja, was jetzt die Olle dazu sagt, weiß ich nicht. Da muss ich hin. Ne, hier musste ich hin. Ich wette, wenn wir jetzt hier rausgehen, kriegen wir noch eine E-Mail von der. Und deswegen würde ich sagen, beende ich hier einfach mal die Folge. Ich bin der Endgang. Wir spielen System Shock 2. Und ich werde jetzt wahrscheinlich das Wasserzeichen oben links ein bisschen kleiner gemacht haben, damit man auch das ganze Inventar sieht. Also müsste hier das Wasserzeichen sein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu nochmal eure Meinung in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir, oh man, hier weiter noch in der Von Braun nach Antworten suchen. Oder erstmal nach der Doktorin da, die uns irgendwie total verarscht hat. Ein Herz. Ja, bis dann. Ciao.